Herausforderung. Ja. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Körperschutz. Ja, das weiß ich doch mittlerweile. Mensch, ich will wissen, was. Ach so, das sind meine Standardplasmiden. Ah, okay. Ich habe alle angelegt, die ich habe. Ich glaube, Schnelligkeit. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nichts machen. Ne? Also, Plasmide sind die Angriffsfähigkeiten, unsere Feuerball und Elektro und Telekinese. Und Tonika sind allerdings diese Sachen, die unseren Körper selbst verbessern und automatisch wirken. Sprich, mehr Energie. Ah, die blöde Tonne. Ich finde diese Waffe ziemlich ungenau, aber trotzdem eigentlich eine sehr gute Waffe gegen Mengen von Splittern. Ach ja, Assis, ihr könnt mich alle mal. So. Die Gegner sind wirklich, wie gesagt, nicht besonders hell. Leiche, eine Vermoderte. So, hier haben wir wahrscheinlich später eine Little Sister wieder herführen müssen. Aktentasche leer. 50er Kugeln, immer gut. Hier ist wieder unser Chamber, wenn wir sterben sollten. Eigentlich brauchen wir ja gar nicht speichern, weil das Spiel ist relativ gut gelöst hier. Was war jetzt los? Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen. Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Naja, wir haben Vitamine. Diese Vitamine werden dir einen kleinen Gesundheitsschub verleihen. Naja, gut, sind die wirklich sinnvoll. So, was haben wir denn noch hier? Verbandskasten, können wir uns eh nicht kaufen. Können wir nochmal hacken? Nein, leider nicht. Naja. Da werden wir unsere andere Waffe wieder nehmen müssen hier. Erstens haben wir da volle Munition und zweitens einfach von meiner Minigun Munition fast alle. Also grafisch spielt es schon mit ziemlich weit oben in der Liga mit. Thema. Ah, hier. Ah, oh, bestimmt wieder ein Big Daddy hier. So wie das klingt. Yep. So, diesmal werde ich die Little Sister wahrscheinlich retten, weil ich gehört bekommen habe, dass ja, diese Little Sisters auch Geschenke geben, wenn man sie rettet. Und ja, die würde ich natürlich schon gern haben wollen. Und man bekommt ein anderes Ende. Obwohl ich ja eigentlich mehr so der böse Spieler bin. Mich würde das mal interessieren, was man bekommt. Naja. Oh.
Ich weiß nicht, was das Waschbecken bringt. Gesundheit bringt es jedenfalls nicht. Alles nicht mehr essen hier, leider. Ah, hier ist noch eine Eve-Spritze. Und eine Schrotflinte, yeah. Haha, genial. Oh mein Gott. Die Verrückten kommen. Hau. Ah, jetzt. Komm her. Das alles nur, weil ich eine Schrotflinte einsammle. Echt geil. Wow, die treffen echt gut. Ist die Munition schon alle? Lieb. Das sollte unser Vorteil sein. Die sind alle sowas von gestört. Ne? Leider kann ich hier nichts mehr mitnehmen. Auf jeden Fall kann dieser Big Daddy ganz schön nervig werden, wenn ich jetzt hier den angreife. Außerdem bin ich besoffen und ich habe keine Munition. Ich muss dringend Munition kaufen. Okay. Schrotmunition. 6 Schuss, das ist nicht viel. Hoffentlich klappt's. So. Ein Verbandskasten hatten wir ja noch hier draußen liegen. Oh, Scheiße. Oh, was? Das nervt schon. So. Bin gespannt, ob ich den Big Daddy jetzt überhaupt tot bekomme hier. Wie viele kommen hier noch? Oh, was? Wo ist dieser blöde Ausschalter hier? Ah, jetzt. Danke. Oh, was? Wo ist diese verfickte Kamera? Ah, hier. Okay, okay, okay. Machen wir es anders. Wir hacken den erstmal. So. Oh. Upgrade. Wir machen Gesundheits-Upgrade noch. So. Jetzt schaue ich mal, was hier unten ist. Nee. Wie gesagt, spiel's blind, also wenn ich jetzt nicht sofort alles weiß, ja, dann tut's mir leid. Die, denen es nicht gefällt, die müssen es nicht schauen, sage ich immer wieder. Und